Wir machen weiter mit der wichtigsten Position im Volleyball, dem Hirn der Mannschaft, den Zuspielern. Top 5 Ranking der Zuspieler der vergangenen Drittligasaison. Ich bin mal gespannt, auf was die Trainer da so abgestimmt haben. Fangen wir gleich an. Nummer 5. Ui, schwierige Aufgabe. Derzeit ist gerade wieder. Viktor Bergmann, VGF, Marc Dredwitz. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht so viel drüber sagen. Ich finde, er wäre mal höher gerankt worden, aber es ist halt immer noch ein alter, erfahrener Zuspieler, dem seine Pässe halt einfach ankommen. Er ist nicht mehr der Schnellste, was dann in Verbindung mit der teilweise wackeligen Annahme von Marc Dredwitz teilweise ein Problem ist. Aber ich finde, dass er zu Recht in den Top 5 ist. Vielleicht könnte man, da reden wir nachher noch drüber, wenn wir dann die Runner-Ups diskutieren. Vielleicht könnte man ihn einen Platz weiter unten setzen. Aber ich finde, dass er eigentlich zu Recht in den Top 5 ist. Man muss auch sagen, wenn du so weit oben abschließt, muss dein Zuspieler auch irgendwas können. Da finde ich es immer ganz gut, dass beim Zuspielen einfach extrem wichtig ist, dass man viel Erfahrung und viel Spielverständnis hat und auch aus schlechteren Situationen die Bälle gut anbringt. Das muss jetzt nicht die allersauberste Technik sein, aber es ist wichtig, dass die Bälle ankommen und dass sie an der richtigen Position außen stehen. Und das ist bei ihm so und er hat einfach die Erfahrungen im Zuspiel und das ist einfach als Zuspieler noch wichtiger als auf den meisten anderen Positionen. Dann kommen wir zu Platz 4. Also das Ranking haucheng zwischen Platz 3 und 5. Platz 4. Dachau, Dominik Langbein, finde ich auch ein richtig guter Zuspieler, vor allem einer der größten Zuspieler wahrscheinlich. Ist ultra gut auch im Block, also da ist schwer vorbeizukommen. Warum er nur auf Platz 4 ist, meiner Meinung nach auch das Zuspiel nicht immer perfekt ist, hängt auch damit zusammen, dass Dachau ziemlich schnell spielt. Und wenn du einen schnellen Pass spielst, dann merkst du halt sofort, wenn der Ball nicht perfekt gestellt ist. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das deswegen auf Platz 4 ist. Man muss auch sagen, bei den Zuspielern ist es verdammt schwer, dieses Ranking, weil wir meiner Meinung nach echt viele gute Zuspieler, auch erfahrene Zuspieler in der dritten Liga haben. Für mich ist er auch verdient mit dabei in den Top 5. Spielt echt gut zu, macht gute Aufschläge. Das Elise, das ist eine gute Waffe bei ihm, weil er oft auch den zweiten Ball rüberspielen kann und nicht, das macht er nicht als Lob, sondern wirklich als harten Schlag und springt voll raus. Und wenn da dann kein Block da ist, dann wird der auch schwierig zu verteidigen. Deswegen hat er auch sehr gefährliche zweite Bälle und ist auf jeden Fall verdient mit dabei. Aber höher würde ich ihn auch nicht ranken, weil da auch sehr gute andere Zuspieler in der Liga sind. Wo wir schon bei sehr guten anderen Zuspielern sind, Platz 3. Mannschaftskollege Jonas Daschke vom SV Schweig. Ja, Top-Zuspieler, ist noch recht jung, die letzten Jahre extrem gute Schritte gemacht und auch dieses Jahr sich sehr gut entwickelt. Ein sehr gutes Spielverständnis, ist stark im Block, macht es einfach insgesamt extrem gut und ich finde auf jeden Fall Top 3, finde ich. Und er hat sich jetzt auch verdient, dass er nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga spielt, sondern höher spielen darf. Er ist meiner Meinung nach kein Zuspieler, wo man jetzt sagt, hey, das ist eine Sache, bei der er richtig, richtig gut ist, sondern halt einfach ein guter Allrounder. Und deswegen finde ich auch ein Schlüssel für eure Platzierung in der Saison.
dass halt da im Zuspielen echt solider Spieler ist. Und ja, finde ich völlig berechtigt auf Platz 3. Aber ihr werdet es wahrscheinlich jetzt auch sehen. Aber auf Platz 1 und 2 ist da doch noch ein großer Schritt. Und machen wir bei Platz 2 weiter. Sehr dynamisch. Highball, Sterling in der Rolle. Da geht er Sicherheit. Der Schulter, ja. Der Schulter. Und den holt er auch noch raus. Glaube ich. Der Fabi holt den. Moritz, mach ihn. Komm. Wow. Jawohl, oh, Fabi. Fabian Wagner blockt runter, unser Zuspieler. Ja. Danke, Paul. Berger. Ja, aber auch wieder brutale Reaktion. Wow, komm. Haben wir noch. Jetzt ist gerade ein bisschen ein bisschen Spiel. Ja! Jawohl! Ein klasse Block, ein klasse Block. Fabian Wagner aus Mühldorf. Da gibt es, glaube ich, jetzt viel zu diskutieren. Lasst es auch gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt da rein, ist es berechtigt oder nicht. Denn ich bin der Meinung, dass Fabi Wagner, auch wenn er ein absolut krasser Zuspieler ist, für die letzte Drittligasaison nicht zu Recht auf Platz 2 ist, einfach weil er nicht so viel gespielt hat. Gegen uns hat er beide Spiele nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie eingeschätzt haben, gegen uns gewinnen sie eh. Ob er verletzt war oder nur ein bisschen trainiert hat, das was als Zuspieler immer schwer ist. Ich bin gespannt auf die nächste Saison, weil in der zweiten Liga glaube ich, dass Fabi Wagner ein wichtiger Teil von Mühldorf sein kann. Wenn er bleibt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass er auf jeden Fall vom Können wahrscheinlich Platz 1 ist. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber einfach, weil er nicht so viel gespielt hat, nicht so weit oben in dieses Ranking gehört. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass er so zuspieltechnisch allein einer der besten Spieler über Jahre der zweiten Liga sogar war, wenn nicht sogar der beste Zuspieler. Dementsprechend muss er eigentlich, wenn man rein nach dem Zuspiel geht, bei uns in der dritten Liga auf Platz 1 sein. Aber muss halt auch mit einberechnen, dass er nicht viel gespielt hat. Uns hat er beide Spiele gespielt, also nicht durch, aber würde ich sagen, die Hälfte vielleicht. Deswegen finde ich, ist es schon vertretbar, aber ich hätte ihn schon auch ziemlich weit oben mit eingerankt, unabhängig davon, wie viel er gespielt hat. Einfach weil er gespielt hat und wenn er gespielt hat, ist er einfach ein anderes Level. Ich glaube, da gibt es auch wenig Widerspruch. Kommen wir zu Platz 1. Auch ein bisschen Abstand zu Fabi Wagner noch. Haben auch alle Coaches anerkannt, dass er damit oben auf jeden Fall dazugehört. VSV Oelsnitz, Tim Neuber. Extrem erfahrener Zuspieler, hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch höher gespielt mal, kann vor allem aus nicht guten Bällen, kann er den perfekt nach außen spielen, extrem sauberes Zuspiel. Er ist nicht der allerschnellste, aber selbst wenn er nicht schnell unterwegs ist, ist er trotzdem immer gut unter dem Ball und spielt einfach den Ball perfekt nach außen. Kommt darauf an, ob man jetzt Fabi Wagner auf die 1 setzt oder nicht, aber für mich auf jeden Fall mit Fabi Wagner Platz 1 und 2. In der Liga, ganz klar. Ich finde vor allem Tim Neuber ist so ein Zuspieler, der, wenn du, also ich habe jetzt schon öfter gegen ihn gespielt, aber vielleicht, wenn du nur einmal gegen ihn spielst oder nur als Zuschauer, so als Außenstehender siehst, der ist nicht spektakulär. Er ist nicht der größte Spieler. Seine Ausschläge sind nicht, dass er jetzt 5 Asse pro Satz einschenkt. Sind gut, natürlich. Er ist halt einfach ein unscheinbarer Zuspieler, der genau weiß, in welcher Situation seine Mannschaft was braucht. Und das ist halt eigentlich genauso das, was du als Zuspieler brauchst. Und deswegen finde ich auch zu Recht in der Saison auf Platz 1 gerankt. Ich hatte auch vorhin erwähnt, dass ich bei Oelsnitz sehr finde, dass sie ein sehr, sehr homogenes Team sind, ein sehr ausgeglichenes Team. Nur, dass eine Person raussticht und das ist der Zuspieler einfach, der einfach ein extrem guter Spielmacher ist und einfach ein extrem gutes Spiel von dem vorantreibt. Das war das Ranking, die Top 5 Zuspieler. Ich will aber noch unbedingt diskutieren, weil auf der 6 Felix Schenko von Mühldorf. Ich glaube, er hat mehr als 50%
gespielt, also mehr als Fabi Wagner. Man muss einfach sagen, allein schon dadurch, dass Mühldorf Erster geworden ist, muss der Zuspieler, kann man drüber diskutieren, aber sollte der Zuspieler vielleicht in die Top 5 rein, würde ich auch gerne in den Kommentaren wissen. Also ich hätte ihn auch in den Top 5 reingepackt. Bei mir im Ranking war er auf Platz 4, auch ein sehr junger Zuspieler. Und wie du schon gesagt hast, ist einfach, Mühldorf ist Meister geworden und zwar deutlich Meister. Und er hat einfach die meiste Zeit gespielt. Und da kann er nicht so viel verkehrt gemacht haben. Und er spielt normalerweise, spielt auch echt sauber zu, hat eine gute Höhe, spielt eigentlich echt stark. Also für mich ist er schon ein Spieler, der auch in die Top 5 gehört. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich kann mir schon Gründe vorstellen. Erstens, wenn du Fabi Wagner so weit oben setzt, tut man sich schwer, noch einen zweiten Zuspieler aus der gleichen Mannschaft auch so weit oben zu setzen. Ich hätte auch gesagt, Fabi Wagner auf 1, einfach wegen seinem Können. Aber dann trotzdem Felix Schenko auf 3, 4, mindestens 5. Das Einzige, was ich noch seine Schwachstelle sehe, ist seine Bewegung zum Ball, weil er da teilweise lange braucht, um dann an die Ballposition zu kommen. Aber daraus macht er halt noch echt viel. Und dadurch, dass er noch wirklich, wirklich jung ist als Zuspieler, bin ich da echt gespannt drauf. Nächste Saison, zweite Liga. Wenn die das richtig gut hinbekommen zwischen Fabi Wagner und Felix Schenko, wenn die beide ähnlich viel spielen oder wenn er unter Fabi Wagner quasi lernt, dann kann das ein richtig, richtig guter Zuspieler werden. Und deswegen hätte ich ihn auch höher gesetzt. Also definitiv Top 5, wahrscheinlich auch ähnlich wie du, 4, 3. Ja, die Trainer waren anderer Meinung. Wie gesagt, lasst in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten, das waren die Zuspieler. Falls ihr andere Spieler habt, die da rein müssen, dann gerne in die Kommentare mit. Wir haben bereits Außenannahme und die Mittelblocker gemacht. Die Videos könnt ihr euch gerne anschauen. Und freut euch noch auf das nächste Video, kommt auch bald raus, die Diagonalspieler, da haben wir auch ein Top 5 Ranking und das hat es auch in sich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.